Für den Fall, dass euer iPhone-Akku fast leer ist, gibt es den Stromsparmodus, den ihr ganz einfach in den Einstellungen unter Batterie aktivieren könnt. Und wenn ihr nur noch 20% Akku habt, dann werdet ihr mit einem Pop-up-Fenster benachrichtigt und könnt dort eben den Stromsparmodus aktivieren. In diesem Video möchte ich euch gerne einen Trick zeigen, wie ihr diesen aber automatisch bei einem bestimmten Prozentsatz, wie zum Beispiel unter 30% oder unter 10% aktivieren könnt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr manuell den Stromsparmodus in den Einstellungen aktivieren oder auf dieses Pop-up-Fenster warten, sondern ihr könnt auch sagen, bei 40% soll der Stromsparmodus automatisch aktiviert werden. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Solltet ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen iPhone-Tipps und Tricks verpassen wollen, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne kostenlos ein Abo da und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro diesen Trick einmal etwas genauer an. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Im Grunde ist das Ganze wirklich super einfach. Ihr benötigt iOS 14, entweder in der Beta oder bald auch in der finalen Version, die im September erscheinen wird. Und da benötigt ihr noch die Kurzbefehle-App, die ihr ganz einfach kostenlos im App Store herunterladen könnt. Und diese öffnen wir jetzt einfach einmal direkt. Und das Besondere ist hier jetzt, dass wir nicht einen Kurzbefehl dafür benötigen, sondern eine Automation, die wir jetzt selber erstellen. Und das Ganze funktioniert über die Automation hier oben auf dieses kleine Plus. Und daraufhin könnt ihr hier eine persönliche Automation erstellen, was eben mit iOS 14 verfügbar ist. Dort klicken wir rauf und dann scrollen wir einmal ganz nach unten, denn hier finden wir den Batteriestatus und dort klicken wir rauf, also hier auf den Punkt in der Mitte. Und hier haben wir jetzt verschiedene Optionen. Wir können auswählen, ist gleich so und so 4%, steigt über so und so 4% oder fällt unter so und so 4%. Und da wählen wir jetzt einfach mal, fällt unter aus. Und in meinem Fall habe ich jetzt mit diesem Gerät 30%, das heißt, wir gehen hier einfach mal so ein bisschen weiter runter und gehen auf 25% und daraufhin können wir hier erneut auf Weiter klicken und können dann hier eine Aktion hinzufügen und hier wählen wir jetzt einfach mal Batterie aus und dann finden wir hier Set Low Power Mode, also das wählen wir hier ganz einfach aus, das ist der Stromsparmodus. Und daraufhin klicken wir erneut auf Weiter. Und dann haben wir eben hier noch die Möglichkeit, das Ganze vor dem Ausführen bestätigen zu müssen. Das können wir aber deaktivieren und dann klicken wir hier auf Nicht bestätigen. Dann wird nämlich diese Automation ganz einfach selbstständig durchgeführt. Das heißt in diesem Fall, wenn mein Batteriestatus unter 25% fällt, dann wird automatisch hier der Low Power Mode, also der Stromsparmodus aktiviert. Wir klicken noch auf Fertig und daraufhin ist das Ganze hier jetzt auch schon als Automation hinterlegt und das Ganze funktioniert vollkommen automatisch. Mein Akku befindet sich jetzt aktuell bei 25% und wenn er gleich auf 24% fällt, dann wird hier ein kleines Pop-up-Fenster erscheinen und zusätzlich wird dann automatisch hier der Low-Power-Mode aktiviert werden. Das heißt, die Batterie wird dann entsprechend hier oben rechts auch gelb und da werden wir jetzt einfach mal abwarten, bis dieses Pop-up-Fenster erscheint und automatisiert der Low-Power-Mode aktiviert wird. Wie ihr seht, wurde jetzt automatisiert der Low Power Mode aktiviert. Zusätzlich erscheint hier jetzt noch so ein kleines Pop-up. Das erscheint aber nur beim ersten Mal, wenn ihr die Automation ausprobiert. Das heißt, das erscheint bei den nächsten Malen nicht mehr. Außerdem haben wir so einen kleinen Banner, der ganz kurz erschienen ist. Und wie ihr ganz gut an der Batterie sehen könnt, ist diese nun in Gelb. Und somit wurde das Ganze ohne Probleme durchgeführt. Das soll es dann aber auch schon wieder von diesem Video und diesem kleinen Tutorial gewesen sein. Gerne könnt ihr das Ganze selber einmal ausprobieren und wie ihr gesehen habt, in den Automationen gibt es wirklich noch viele weitere Möglichkeiten. Das heißt, da könnt ihr euch auch mal ein bisschen ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne einen Daumen nach oben da und ihr dürft mir gerne weitere Automationen unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr weitere kennt. Und natürlich könnt ihr gerne auch meinen Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt. Wir sehen uns dann auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.